Ziel ist wie immer, einen leuchtenden Rand zu erhalten in einem dieser drei Sets. Und das ist bereits im ersten Set direkt erfüllt. Von daher kann ich direkt schon mal zufrieden sein. Es wird ein Belgier. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von FIFA 18 Ultimate Team Going for Gold, wie auch immer man das nennen möchte. Wir sind heute am Start und es gibt Weekend League Rewards, die werden wir uns gleich abholen. Ich habe mal wieder auf Gold 3 gespielt, ich glaube Gold 3 war es am Ende, ganz, ganz ekelhafte Weekend League. Aber ich hoffe, dass es diese Woche jetzt besser wird und zwar mit dem Baloboom Team, was ihr ja mittlerweile schon hinreichend kennt. Ich muss auch gar ganz kurz nochmal erwähnen, Eder ist einfach eine absolute Maschine, 26 Spiele, 35 Tore, 18 Vorlagen. Auch Jovinko ist ein absolutes Monster, da wurde mir ja gesagt, pack doch da einfach eine Legende in den Sturm. Allerdings wollte ich nicht so viele Coins dafür ausgeben, weil ich noch ein bisschen was brauche, auch für Videos und so. Und dazu haben wir natürlich noch Balotelli, mittlerweile mit mehr Toren als Spielen, sehr, sehr stark auch bei dem. Ganz, ganz starkes Team auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das performen wird, aber selbstverständlich ist das eigentliche Main-Team, beziehungsweise das Team, auf das ich meine meisten Hoffnungen setze, dieses hier. Mit Neto im Kasten davor, Nesta, meine erste Ikone in FIFA 18. Dazu rechts Dani Alves, dann haben wir hier Thiago Silva, Jordi Alba, Paulinho, Fabinho und Anderson Talisca. Und dann vorne Ibrahimovic, Martial und Gabriel Jesus. Grundsätzlich werde ich auf jeden Fall hier nochmal einen Chemistry-Style draufballern, auch wenn der im ersten Spiel bereits zwei Vorlagen gemacht hat und ich glaube im zweiten gar keine. Sehr, sehr stark auf jeden Fall der Dani Alves. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen, auf jeden Fall in der Videobeschreibung IG World auszuchecken. 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guter mit dem Code MAXGAMINGTV. Lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Gerade wenn ihr Packs öffnen möchtet, wie ich es jetzt gleich tun werde bei den Weekend League Rewards. Dazu natürlich aber auch, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel braucht oder sonst was. Gerade in der Weihnachtszeit jetzt. Vielleicht habt ihr ein bisschen Weihnachtsgeld demnächst oder seht das Video hier später. Und könnt euch darüber halt eben Spiele kaufen. Und das ist teilweise eben günstiger, wenn man sich das nicht als Disc kauft, sondern als Digital Download. Und dabei könnt ihr mich auch noch unterstützen. Das ist sehr, sehr schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, natürlich Instagram, Twitter und so auch in der Videobeschreibung. Megaset, seltenes Spielerset und 30.000 Münzen auf meinen Nacken. 413.000 Münzen habe ich damit jetzt wieder und ich bekomme hier auch zwei Tagesaufgaben. Squad Battler und flank ihn rein. Nummer 3. 3 Tore per Flanke vorbereitet. Ja, ja, meine Flanken-Game ist momentan relativ strong. So, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal zu den Shop oder zum Shop und öffnen die Packs, aber ich möchte kurz vorher mir das Team of the Week angucken, weil das kenne ich noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer so drin ist. Ach, guck mal, Giuliano ist drin. Das heißt doch eigentlich aber, dass mein Giuliano sich geupgradet haben müsste. Oder das heißt, dass ich jetzt quasi die Once-to-Watch-Karte oder die Road-to-World-Cup-Karte von Giuliano als 84er-Variante habe. So sieht es nämlich aus. So, die Frage ist jetzt, wer von den beiden ist besser? Passen ist gleich, 84 Tempo, ist natürlich nochmal ein bisschen stärker, Defending ist nicht so stark, er ist aber Rechtsfuß und hat Force, das geht. Ich denke mal, ich werde Giuliano durchaus nochmal ausprobieren dann, weil im Endeffekt ist es egal, wen ich da spiele. Talisca ist halt schön groß, hat einen guten Schuss, ist Linksfuß, hat im ersten Spiel auch einen wunderschönen ja, Finessi gemacht. Abwarten, schauen wir mal, aber sehr interessant, das hatte ich gar nicht im Kopf, dass eben der Giuliano einen Inform bekommen hat, das ist sehr, sehr schön, das hat sich dementsprechend auch schon gelohnt, sich den zu kaufen. Gut, wenn ich einen Inform ziehe, dann sicherlich von der Bank, aber auch da Gnabry, sehr, sehr schön und Gnabry hat Forster-Skills, das hatte ich, ach ja, der ist ja linker Mittelfeldspieler eigentlich normalerweise, naja, stimmt. Sehr, sehr starke Karte mit 87 Dribbling, 85 Shooting und 91 Tempo. Auch durchaus interessant, der Rest der Bank, naja, nicht so stark, Startelf, boah. Ashley Young ist nicht schlecht. Oh, alle Werte über 80. Nee, Physis nicht, okay. Ich hab mich schon gewundert. Terje haben wir dann hier noch. Bei dem sieht es auch nicht so, sieht auch nicht so schlecht aus. Papadopoulos, sehr gut. Hat gegen Freiburg gut gespielt. Komar, der momentan alles auseinanderreißt, der ist in einer richtig guten Phase gerade. Dann Perisic, der hat einen Hattrick gemacht, der ist richtig gut dabei momentan. Rooney, aber die werden halt alle nicht so sonderlich viel wert sein. Özil als rechter Stürmer. Aspas und ja gut, Coutinho ist der einzige, der was wert ist. Na okay, und Tegea. Mal sehen, vielleicht, ich werde sowieso keinen Inform ziehen oder irgendeinen wertvollen Spieler, vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwas Gutes. Wir öffnen erstmal das erste Megaset und zwar mit der goldenen Mitte fangen wir an. Ziel ist wie immer, einen leuchtenden Rand zu erhalten in einem dieser drei Sets und das ist bereits im ersten Set direkt erfüllt. Von daher kann ich direkt schon mal zufrieden sein. Es wird ein Belgier, ein Torwart, es wird Thibaut Courtois. So viel zum Thema, wir ziehen natürlich keinen guten Spieler. 89er Courtois, komm her, geslidet. Den Slide habe ich so noch nie gesehen, ich weiß nicht, wie man seitlich sliden kann, aber sehr, sehr geil. Also, ja, bin ich zufrieden mit. Ich hätte natürlich jetzt durchaus gerne einen De Bruyne oder so gehabt, aber auch mit einem Courtois kann ich mehr als gut leben. Heieieiei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen guten Torwart mal ziehe. Ja, oder dass ich einen Belgier ziehe, über den ich mich freue. Dazu noch Perin, Moutinho, Zielinski. Nichts zu krass, haben wir vielleicht ein Duplikat, was noch irgendwas wert ist, so Ibrahimovic, nee, leider Gottes nicht, aber ich will mich auch über Courtois nicht beschweren, ich habe keine Ahnung, was der wert ist, aber vielleicht noch 50k oder so, 50k, damit wäre ich mehr als zufrieden, bis 160.000 geht die Price Range, oh, sogar mehr,
sogar mehr, 80.000 oder sowas, und den drehst du ja noch wert, dann stellst du direkt mal drauf. Normalerweise behalte ich ja die hochbewerteten Spiele, aber ich kann ja halt irgendwo benutzen, dementsprechend ist das für mich ein bisschen sinnlos. Stellen wir für 83.000 rein, so. Ja, sehr geil, damit habe ich auch gleich mal wieder Coins gemacht. Die nächste Ikone ist im Anmarsch, würde ich sagen. Auch Perrin und Moutinho sind sehr gut für Squad-Building-Challenges. Zielinski, der in der Champions League zuletzt getroffen hat, für Napoli, die ausgeschieden sind. McGee, die haben wir dann hier mit seinen Five-Star-Skills immer noch mittlerweile wieder bei Sunderland. Sehr interessant. Okaka haben wir noch. Moui, vielleicht ist Moui ein bisschen was wert. Ich habe keine Ahnung warum, aber die benutzen ja unglaublich viele in den Formen. Aber er ist nichts wert. Wembley Stadium auch nicht, denke ich mal. Dementsprechend discarden wir das. Aber wenn wir jetzt noch einen leuchtenden Rand bekommen, dann ist das natürlich ein unfassbar gutes Pack-Opening. Aber auch Courtois ist natürlich schon eine absolut nice Karte. Wir kriegen wieder einen leuchtenden Rand, Freunde. Wieder ein leuchtender Rand in Form. Jetzt wird es interessant. Portugal ist wird der Torwart, das wird Beto. Ja, okay, alles klar. Von Götz Tepe, aber wir ziehen auch einen Inform. Also ich bin wirklich zufrieden, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es ein Inform wird, weil so hell war das in meinen Augen gar nicht, der Rand. Ich habe allerdings auch allgemein noch nicht so das Gefühl dafür. Alter, wir haben hier einen 2-Anzeigenspieler drin. Ja, mit Falcao noch den zweiten dabei. Sehr, sehr schön. Beto werde ich mal mitnehmen für die Challenges. Kodia haben wir dann hier noch. Rami. Alter, die Megasets haben sich gelohnt. Also die Weekend League Rewards laufen bei mir, 1000 Münzen hier noch, Butland noch dazu. Das Ding ist, ich bin ja immer der Überzeugung, direkt verkauft, der Courtois, dass die Gold 3 Rewards für mich besser funktionieren, als halt eben irgendwelche anderen Rewards, weil ich die von den Packs halt einfach nicht so geil finde, und es bestätigt mich hier wieder. Sehr, sehr schön, aber noch Gikia gezogen, der zuletzt bei unserem Challenge-Video dabei, wer das noch nicht gesehen hat, checkt das auf jeden Fall mal aus, würde ich euch empfehlen. Und wir haben noch ein seltenes Spieler-Set, das ist ein 50k-Set, ja, das ist ein 50k-Set, seit wann gibt es 50k-Set als Rewards? Und es gibt nochmal einen leuchtenden Rand, Freunde, es wird immer, immer besser. Vielleicht auch hier nochmal was Wertvolles. Schweiz, nein, das wird ja ein Sommer. Ja, nicht mal Roman Bürki, sondern der 83er Sommer, aber das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Wir haben immerhin 3 Anzeigenspieler gezogen, in diesen 3 oder 4 sogar, im Endeffekt. Nein, sogar 5, weil wir hatten ja im ersten Set noch den Perrin dabei. Lichtschein noch dazu, Sergi, Roberto, Eduardo, Lapadula, Golovin, Klaasen, der kann immer mal auf die Transferliste, Chalanul, der eventuell wieder wechselt. Ju hatten wir auch dabei in unserem Russen-Team. Und ja, mal wieder natürlich, wie immer, ein senegalesischer Sechser. Aber für den Moment würde ich sagen, lassen wir das Ganze jetzt erstmal. Ich discarde den Rest. Und obwohl, wir gucken uns nochmal zusammen die Squad-Building-Challenges an. Wir haben jetzt 7 Minuten, das reicht mir noch nicht für ein Video. Das ist mir ein bisschen zu kurz. Aber nichtsdestotrotz werden wir mal schauen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas bei den Squad-Building-Challenges, was wir machen können. Grundsätzlich, Pires und Deco werde ich mir beide wieder nicht holen, weil... einfach, nee. Pires sieht nicht so stark aus, Deco... nee, auch nicht. Und Perlaye sowieso nicht. Perlaye ist in meiner Meinung noch schwachsinniger. Der MLS-MVP ist Valeri. Auch der ist nicht so interessant. Es sind so wenige Squad-Building-Challenges draußen. Es ist keine Squad-Building-Challenge draußen, die nicht irgendwie ein Reward mit einer Icon ist oder an irgendeinem Spieler. Das ist absolut bescheuert. Also da muss EA wirklich was machen. Ich weiß nicht, was sie da machen müssen, aber irgendwas müssen sie machen. Weil so kann es in meinen Augen nicht weitergehen. Ich warte mal ab. Vielleicht kommt noch irgendwas, was, ja... Scorpion Challenges angeht, und dann machen wir noch einen Cut, und ansonsten werde ich irgendwas noch bauen, um dieses Video zu strecken. So, Freunde, wir sind wieder da, ja, ihr seht es mit Facecam, das Ganze geht also weiter, Ultimate Team, der 19. Teil der Going for Gold Serie, und heute, jetzt zum Abschluss dieses Videos, nochmal ein bisschen Rant, Leute, dieses Spiel, ne, beziehungsweise dieser Modus von FIFA, Foot Champions, 16 Siege, ihr seht jetzt keine Partien übrig, 16-24, das war die schlimmste, mit Abstand schlimmste Weekend League, die ich jemals gespielt hatte. Also wirklich, das ist nicht mehr feierlich gewesen. Ich habe im Endeffekt jetzt mein Balloboom-Team schon aufgelöst, warum werdet ihr gleich sehen. Ich werde euch mein Feedback zu Nesta jetzt sagen. Habe hier zwischendurch auch Dani Alves rausgenommen und Giuliano und Fernandinho reingepackt und Aurier. Unfassbarer Krampf. Die haben das Spiel, die haben ja schon wieder ein Patch gemacht und die haben das Spiel so kaputt gepatcht. Schon wieder. Also, keine Ahnung, ich komme mit dem neuen Gameplay null klar. Das sieht man ja auch daran. Ich habe heute gegen Abend ein bisschen besser gespielt. Davor, es lag oft an mir. Ich habe echt scheiße gespielt, aber ich hatte auch einen Pech. Das kannst du keinem erzählen. Es ist wirklich schade, dass es hier keinen Kinomodus gibt, wo die ganzen Spiele und Highlights aufgezeichnet werden. Man kann ja allgemein nur so 5-6 Highlights sehen, ja. Also Lattenschüsse und so. Hätte ich Strichliste geführt, es wären locker 100 Aluminiumtreffer gewesen dieses Wochenende. Das war nicht mehr feierlich, was ich teilweise für, also nicht nur teilweise für einen Pech hatte. Martial hat Chancen vergeben. Also ich meine, der hat 7 Chemie, ja, aber ich habe den ja vorher auch schon gespielt, Ewigkeit. Der hat Chancen vergeben, Hilfe. Jesus war unsichtbar teilweise. Ibra, ja, gut. Aber der hat teilweise einfach im Mittelfeld gechillt. Das war so schrecklich. Ich möchte kurz was sagen zu Thiago Silva und Nesta. Thiago Silva ist für mich mittlerweile...
So eine Enttäuschung. So eine Enttäuschung. Der Kerl ist so unkonstant. Der ist so... Also, okay, teilweise konnte er nichts dafür, weil einfach der Computer auch dumme Sachen macht. Das habt ihr auch auf Twitter geschrieben. Teilweise, man drückt nicht mal was und die Spieler machen einfach einen Befehl von vorher oder machen ihre eigenen Sachen, wie viele Elfmeter ich gegen die bekommen habe, weil Thiago Silva und Nesta, keine Ahnung, hat immer das Pech gehabt, dass alle seine Abwehren, auch wenn er gut ist, ist ein guter Verteidiger, alle seine Klärungen immer direkt zum Gegner, immer, jedes Mal auf dem Fuß. Ich habe so viele dumme Gegentore bekommen. Über Ederson möchte ich gar nicht reden. Der hat heute im Derby klasse gehalten, aber der hat so scheiße gespielt für mich dieses Wochenende. Das war so eine, also allgemein jeder Torwart, das war eine Katastrophe. Die haben nichts gehalten, gar nichts, null. Wirklich ganz, ganz schrecklich, während die anderen Keeper alles gehalten. Also war wirklich gameplay-technisch das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich bin froh, dass ich nächste Woche nicht spielen kann, weil ich Besseres zu tun habe am Wochenende. Ich werde Nesta auch wieder verkaufen, jetzt gleich noch. 2 Tore gemacht, er war nicht schlecht. Er war wirklich nicht schlecht, ja, aber ein Innenverteidiger-Legende, es lohnt sich einfach nicht, weil so gut war er dann nicht. Momentan ist sein niedrigster Preis 600.000, wie es aussieht. Ja, das ist ganz schön, das heißt, ich werde, oder 610.000, ich werde ihn für ein bisschen weniger als 600.000 draufstellen. Werde natürlich ein bisschen Verlust machen, aber das kriege ich durch die Spieler auch wieder rein. Wie gesagt, also es ist wirklich ein absoluter Krampf gewesen dieses Wochenende. Ich finde es sehr, sehr schade, weil es hätte nicht so sein müssen. In meinen Augen, er hätte nicht alles wieder kaputt patchen müssen. Ich finde, sie haben sehr, sehr viel kaputt gemacht mit dem, was sie gepatcht haben. Und das ist wirklich, naja, grenzwertig in meinen Augen. Dieses Team wird übrigens aufgelöst, das kann ich jetzt schon mal sagen. Tschüss Ibrakadabra und genauso tschüss Balloboom. So, jetzt haben wir hier noch das Hanoi Love Team. Ich weiß gar nicht, wen ich hier rausgenommen habe. Offensichtlich war da Varane. Ich weiß aber nicht, warum Varane da war. Aber Varane habe ich auf jeden Fall auch verkauft, weil Varane in dem Balloboom Team, Gott. Ich mag Varane ja wirklich gerne, aber der hat so schlecht gespielt. So schlecht, dass... Kannst du ja keinem erzählen. So, jetzt packe ich da Lenglet hin, weil ich keinen Bock habe, Umtiti zu nehmen, weil dann müsste ich Paulinho austauschen. Und Paulinho, auch wenn er mittlerweile nicht mehr so stark ist wie früher. Also auch meine Außenverteidiger, ganz kurz mal. Ich habe immer gezeigt, wie krank meine Außenverteidiger sind. Aber kann ja jetzt nicht mehr zeigen, das Team habe ich gelöscht gerade. Aber so schwach wirklich. Das ist, also wirklich, Torbeteiligung dieses Wochenende gar nicht. Dani Alves war eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Und auch von Jordi Alba, der hat immer noch teilweise gespielt. Aber dieses Überlaufen, was ich so geliebt habe, dass sie nach vorne gegangen sind, dass sie quasi in jeder Offensivaktion eingebracht sind oder eingebracht waren, gab es nicht mehr. Gab es dieses Wochenende absolut nicht. Das war, ich weiß nicht, ob das vom Gameplay angepasst wurde oder sowas, aber die haben nichts mehr gemacht und ich habe absolut nichts umgestellt. Ganz, 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 ganz fantastisch oder phänomenal schlecht. Ja, aber ich habe mir jetzt schon neue Teams rausgesucht. Beziehungsweise habe ich neue Teams gebaut und die werde ich mir auch so erstellen und ich werde, weil wie gesagt, nicht Weekend League spielen, aber das Team hätte ich gebaut, hätte ich Nesta noch gehabt. Also hier wäre Nesta hingekommen, theoretisch könnte man das mit Miranda bauen, dann müsste ich Eda und Brozovic austauschen. Ich wollte halt Fernandinho und Jesus in dem Team haben, aber ich werde das Team nicht bauen, weil, vielleicht baue ich es, aber das ist dann nur für Squad Battles oder so und dann stelle ich hier vielleicht Toloi hin oder sowas. Das könnte funktionieren. Hallo, Troloi. Aber grundsätzlich habe ich keinen wirklichen Bock auf dieses Team. Inform. Ist der Inform teuer? Muss ich auch Subasic austauschen. Ist der falsche Troloi. Fantastisch. Ist auch so eine Sache mit diesen Suchen hier. Ey, mein Gott. Warum sind die überhaupt in der Suche drin? Oder warum sind die als Dreamtrot-Healer verfügbar, die man eh nicht ziehen kann? Naja, also Troloi stelle ich da vielleicht, wie gesagt, stelle ich vielleicht als... Variante hin, die halt Inform ist. Roussillon, weiß ich auch noch nicht. Kann ich mir ja die normale Version hinstellen da. Weil wenn ich nur Squad Battles damit spiele, wo ich auch noch gleich ein bisschen was machen muss, dann reicht das. Brozovic brauche ich dann auch nicht die richtige, in Anführungsstrichen richtige Variante. Da reicht dann, denke ich mal, auch vollkommen die normale. Zack. Und so neu. Haben wir dann einen brasilianischen Innenverteidiger in der Liga? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ja, und dann können wir den auch da hinstellen. Ah, Maurizio. Das passt. Jesus ist auch noch Innenverteidiger. Victor Hugo. Nee. Aber so, das ist okay für Squad Battles. So, das Team kann ich jetzt auch mal. Wie weiß ich denn das? Ah, nennen wir das Balloboom. Nennen wir das ruhig nochmal Balloboom. Ist in Ordnung. So. Jetzt haben wir Ibrakadabra V2. Und das ist mein neues Hauptteam, oder das wird das neue Hauptteam werden. Ihr seht bereits, das ist im Endeffekt wieder mit Martial und Ibra. Die kriege ich einfach nicht raus.
Man könnte hier theoretisch eine Legende hinstellen, aber ich will Diego Costa ausprobieren. Ich will einen bulligen Stürmer haben, der die Flanken von Cuadrado im Optimalfall verwertet. Dazu wieder Jordi Alba, auch von dem komme ich nicht weg, weil der gefällt mir grundsätzlich zu gut, auch wenn er mittlerweile nicht mehr so die kranken Werte hat. Lichtsteiner ist ein guter Verteidiger. Ich denke mal, der wird seinen Job machen. Koscielny und Umtiti haben zum Glück beide mittelhohe Arbeitsraten, auch wenn die nicht groß sind oder physisch stark. Hoffe ich, dass das klappt. Matuidi als Sechser klappt hoffentlich auch, wenn er hohe Arbeitsraten hat. Und Rashford vorne habe ich noch nicht ausprobiert. Aber der hat Forster-Skills 1,85 groß, der sollte funktionieren. Ich mag ja United grundsätzlich nicht, aber das könnte ganz gut klappen. Das Team muss ich mir auf jeden Fall noch zusammenkaufen. Ja, und dann haben wir dazu noch... Oh, Jesus! Und das ist das zweite Team, das quasi Fitness-Team. Und das habe ich im Endeffekt um Robben gebaut. Dass Jesus im Sturm steht, das liegt daran, dass Sané heute wieder so gut gespielt hat im Manchester Derby. Und ja, das sieht grundsätzlich, finde ich, auch ganz gut aus. Wir haben hier wieder um TT. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit der Fitness mache. Aber ich denke mal, dem wir eine Fitnesskarte geben, ist auch kein großes Problem. Theoretisch könnt ihr auch Varane stellen, aber Varane hat bei mir halt momentan so ein bisschen verkackt und habe ja halt gerade erst verkauft, deswegen will ich jetzt wieder neu kaufen. Ja, ist mit Oblak auch ein guter Keeper dabei. Ich hoffe, dass das auch gut funktionieren wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, Ederson hat mir nicht so gut gefallen jetzt. Neto-Inform war eine ganz große Katastrophe. Aber ihr merkt hier vielleicht schon was. Die Teams sind nicht so krank teuer und wir haben auf der Bank einen Yarmolenko. Warum sitzt Yarmolenko denn auf der Bank? Ihr habt auch vielleicht gesehen, You Legend. So, sieht man jetzt vom Namen her, oh Jesus, oh Legend, was meine ich denn damit? So, das ist Team Nummer 2. Ja, das ist im Endeffekt das Gleiche oder grundsätzlich das Gleiche. Wir haben hier einen Perfect League-Innenverteidiger drin, mit dem ich Thiago Silva nicht verkaufen muss. Subasic im Kasten, den kann ich dann auch nochmal benutzen. Goretzka im Mittelfeld bleibt, Thiago bleibt auch, Sané bleibt auch mit seiner Schweinenase auf diesem Bild. Aber dann haben wir Asamoah, Khedira, Kimmich und kein Stürmer. Woran liegt das? Ganz einfach, ich werde eine neue Serie machen, beziehungsweise ich werde neue Videos bringen. Ihr habt euch das gewünscht, ihr wollt mehr Deal with haben und so weiter und so fort. Und ich werde einfach mal alle Icons, die ich mir leisten kann im Sturm, ausprobieren. Dazu gehört beispielsweise der 7er. Der 86er ist es, glaube ich. Ne, 88er. Der 88er, 89er. Der Shearer auf jeden Fall. Alan Shearer. Dazu gehört, glaube ich, auch ein Van Basten. Weiß ich nicht genau. Shevchenko auf jeden Fall. Michael Owen müsste auch noch gerade so dazugehören. Kluivert weiß ich nicht ganz genau. Aber all diese Stürmer hier werde ich mal ausprobieren. Und werde euch mal ein Fazit dazu geben. Werde euch sagen, ob die sich in meinen Augen lohnen. Und diese Serie wird heißen Legendary. Glaube ich zumindest. Im Endeffekt wird es Deal With bleiben, aber ich nenne sie, glaube ich, Legendary. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich mache hier mal eine Infokarte hin. Gefällt euch die Idee? Oder nicht? Bin ich mal gespannt. Deal With wird auch bleiben mit Informs, aber das werde ich halt dann separat noch. Das Team habe ich hier ja auch noch. Das werde ich dann separat machen. Five Star Fever, weiß ich noch nicht, ob das wieder kommt. Und 7 Minutes Squad werden auch ganz normal weitergehen. Da gab es ja auch Beschwerden, aber da werde ich in der nächsten 7 Minutes Squad Episode drauf eingehen. Das war's von diesem Video jetzt hier erstmal. Ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.